über den Zebrastreifen, die Olle. Ich fast überfahren. Ich habe Unfall gebaut. Auf D. So, weiter geht's. Auf D? Nee, bei D ist bei mir gar kein Gang. Achso, numerische Zahl 7 auf Tastatur, ansonsten muss mit Maus auf D gehen. Ah, vielen Dank. Bitteschön, und weiter geht's. Weiter geht's. Mit dem Bus-Simulator 2018 mit Sonio LP. Jawohl, jawohl, jawohl. Konke hinterher mit dem Bus. Fahren hier. Und wie ihr sehen könnt, ich habe auch einen neuen Bus. Hat er wirklich einen neuen Bus? Fahren wir die Schwarzfahrer mit oder warum? Wieso? Weil er schwarz ist. Ja, alles Teufelsanbeter hier. Danke. Ich sehe gerade, in meinem Bus habe ich ein Laminat gelegt. Geil. Echt? Ich habe auch Innenraum Blubber Bubble geholt. Aber nach Bubble sieht es gar nicht aus. Sie auch noch machen, ey. Nobel, Nobel geht die Welt zugrunde. Nobel, Nobel geht die zugrunde. Nächster Halt, Stockerplatz. Stockerplatz. Ist da noch mal Lenken in der Kurve? Hat einen Vorteil. Ja, wir sind jetzt da an der Haltestelle. Kannst du pinkeln, mein Freund. So, da hochziehen. Oh, hier ist Stau. So, Türen sind offen. Dann bitte einmal einsteigen. Und eine Fahrkarte für die Omi. Omi, Liebe. Brauch eine Fahrkarte. Bitte. Okay. 5,60 kriegst du wieder. Macht gut. Echt? Warum? Der Autofahrer vor mir ist nervös. Fahrbrems, 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 Fahrbrems. Hallo. So, raus. Und weiter. Ach, da bist du schon. Ich seh dich. Ich steh immer in dem blöden Stau. Was für ein Geist? Meine Oma sieht einen Geist hier drin im Bus. Oh mein Gott. Ja, der Bus ist... Ich hätte ihn wirklich nicht schwarz lackieren sollen. Ich sage nur ein Kennzeichen, 666. Ja. Ja. Endstation Hölle. Ich sehe nicht ein bisschen Müll auf der Straße und der labert hier von irgendwelchem Müll. Bitte. Boah, ich würde jetzt mal die Bus kontrollieren nachher. Tag, Standard, Anzahl 2, bitte. Gerne. Endlich geht's hier weiter. Und weiter geht's. Danke, LKW-Fahrer. So, dann einmal hier halten. Bei der Westspeiche. Ich bin der Stockerplatz hier. Ich kann das Wochenende. Ist hier viel los. Ach, meine Oma kann das Wochenende kaum erwarten. Wieso, was machst du denn? Über 40 oder was? Bitte die Reste abschleppen. Sie denkt, sie braucht mehrere Fahrkarten. Ja, was nun? Alter, 15 Euro noch. Bist du blöd oder was? Ich bin zu spät? Alter, was kann ich dafür? Ich weiß ja nicht, was du treibst da hinten. In Stau rumstehen. An die Fenster gucken. Pünktlichkeit! Ja! Leider ist hier nur 50 erlaubt. Ich kann schlecht 140 fahren hier. Das ist schlecht.
Oh, ich bremse ja schon wieder. Kriegen wir gleich wieder Strafzettel. Ja. Ich muss bei den Idiotentest machen. Das wollen wir ja nicht. Oh, nee. Kommt immer noch der Unfall. Der steht auch schon wochenlang hier rum. Ja, ja. Komisch. Da hast du auch keinen Bock wegzuräumen. Ja, ich glaube, da müssen wir Feuerwehr oder Polizeisimulator spielen. Ja. Gutes Timing, ja. Alle mal raus, bitte. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ein paar Fahrkarten, okay. 2, bitte. So. Einmal die Fahrkarten, bitte. Bußgeld, schön. Bußgeld? 120 Glocken für uns, Konki. Na super. Immer wieder unsere eigene Tasche stecken. Danke sehr. Danke. 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 Super. So. Ein Schwarzfahrer war dabei. Ich guck mal bei mir. Hier, klar. Hier ist die Fahrt. Hier. Wie oft wollen Sie die denn noch? Oh mein, ich will sie öfters sehen. Ach, meine so. Güte. Hier. Die haben sie doch schon gesehen. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Oh nein. Ha, Schwarzfahrer. Ha. Ah, nice. Ich könnte sagen. 120 Glocken für uns. Ich könnte sagen, dir sieht man das andere Schwarzwärts. Du bist wenig dunkel. So, wer war da? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Hast du jetzt nicht gesagt. Bodenwelle. Bodenwelle, Bodenwelle. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Dann steig doch aus und räum den Müll weg, junger Mann. Oh Mist. Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja. 5000 Folgen. Mhm. Ist klar. 5000 Folgen. Ich bin auf Randstein gefahren. Oh, Mann. Mann, Mann, Mann. Die von der XP-Abzug hier, keine 5 Sterne. Mist. Ding, die kriegt graue Haare. Und die hab ich gefunden. Du blöde Kuh, die geht einfach über den Zebrastreifen, die Olle. Bin ich fast überfahren. Ich habe einen Unfall gebaut. Oh nein, nicht schon wieder! Ja, ich wollte rumfahren. Ich kam LKW von links angefahren und dann habe ich ihn nicht gesehen. Oh. Scheiße. 1600 Euro. Was? Hm. Hallo, ich will rumfahren. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchem Film? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hab da, ich krieg die Kurve noch. Da kam ein Auto rausgefahren. Mm-hmm. Naja. Mm. Ah, das tut mir so leid. Wir kommen ja auch noch zu spät. Wegen blöden Unfall. Nächster Halt, Media Center Astra. Gutes Timing? Hä? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, bitte. Du hast einen Knackarsch, hast du. Naja, egal. Hör auf, die Fahrgäste anzumachen. Ach Mensch. Punkt darf man. Im Frühstück wird zu Hause in Heim. Nee, gegessen wird zu Hause gefrühstückt. Ja, kannst du auch frühstücken. Ja. ist ja auch. So. Nächster Halt. Oh, Bodenwelle. Ich schluck Kaffee. Ja, viel zu spät kommen, dann noch eine Fahrkarte haben wollen. Das ist die richtige hier. Die mag ich doch.
Oh Mann, Mann, Mann. Warte ab. Einzelfahrkarte. Standard. Winterleidenschaft, ja. Bin wohl hier. Schon wieder Stau. Ich weiß nicht, wo der Konki ist. Ich kann es nicht sagen. Ich stehe hier. Wo stehe ich denn? Vor der Speicherstadt. Speicher, Speicher. Ah. Also weit, weit weg. Ja. Ich will ja gerne, aber ich darf ja nicht. Bin jetzt gleich Endhaltestelle. Also, ich glaube. Nein, das ist kein Superheldenfilm. Gucken, lass mich. Aber ich weiß natürlich die ganze Arbeit. Oh, jetzt geht's weiter. Hallo? Ja, ich weiß, du hast Vorfahrt. Aber trotzdem brauchst du nicht Raviat fahren. Meine Güte. Jo, tschüss. So, gucken wir doch mal ein bisschen Sightseeing machen hier. Auch schön, dass sie die das Glas auch so gespiegelt machen, damit du nicht reingucken kannst. Wäre ja zu viel Arbeit hier ein bisschen. Ja. Texturen reinzubauen. Dann machen sie es komplett einfach, lassen sie es weg und machen das Spiegel schwarz. Guten Tag. Ich möchte Sie gerne anwerben, bei uns im Bus zu fahren. Hallo? Hallo? Ich brauche noch ein bisschen. Omi? Du vielleicht? Auch nicht. Die Oma will auch nicht. So, was haben wir denn hier hinten? Ja, Konki, der braucht eh ewig. Also ja. Können wir da mal gucken, was hier los ist. Ich ramme Autos, LKWs, Bushaltestellen warten nicht lang. Wieder schwarzes Glas, überall. Ich laufe hier gerade am Park rum. Solange du auf der Straße rumläufst, ist alles gut. Jetzt haben wir den Park sehe sogar. Bin gleich da. Wurde fast angefahren. Du machst lachen. Wer bin ich krank? So, einsteigen, Jungs. So, Endstation. Nächster Halt, Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Bitte alle aussteigen, das wird toll. Oh, das ist der Stau so noch. Hallo? Ich hab dir nicht verursacht. Weiß nicht, ob ich das glauben soll. Irgendwie sehr schlecht voran. I'm walking. Da, na, na, walking. Ach, sehe ich dich, ja. Ja, los hier auf der Straße rum. Na, 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 na. Aber schön, so schnell los ist der LKW. Schneller, schneller! Ey klar, du musst Sonderschichten schieben. Du bist nicht ausgelastet, ne? Nee, überhaupt nicht. La, 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 la. Nächster Halt, Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Bitte alle aussteigen. Alle aussteigen. Ich alle aussteigen. Nach Müll gucken. Fahrt ist zu Ende. Bis dann. Müll aufgesammelt. Tschüss. Da ist sie. Sonju 666. Da ist die Zahl. Und ich sehe so aus wie ein Teufel. Wie kann ich die schuppen? Nee. Ach, die Straße schuppen. Hallo? Also was? Hallo. Hier, so sieht Sonju aus. Ich hab Ego-Sicht. Da mal stehen. Sexy Dame hier. Oh, hallo. Hey! Hey! Bordstein, hey. Bordstein mitgenommen. Ein Buskollision. Oh nee, wird auch ein Ziel bekommen. Ist denn mit dir los? Ja,
Ja, Mensch. Astra Promenade hat auch Geld verdient. 7000, na bitte. Hm, ja. Wir sind alle, der hier arbeitet. Das ist sehr gut. Wenigstens einer, der keine Unfälle baut. Oh, wir haben das nächste fertig gemacht. Das ist ja toll. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Aha. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ja, komm. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Natürlich. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Du kannst es abonnieren und kommentieren und die Glocke anmachen. Denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Was wollen die? Warum quatschen die uns immer so voll? Er ist gespannt verfolgt, ne? Ja, er muss abonnieren, kann das weiterverfolgen. Echt mal? Mann. Sonst gibt's hier nämlich gar nichts. So, ich erstelle mal jetzt die komische Strecke hier noch. Mach mal. Mindestens zwei. Ja, dann machen wir mal eine neue Strecke. Dann haben wir die Oakville, mindestens zwei, die haben wir. Dann haben wir Gwalden, auch nochmal zwei. Rundfahrmodus. Ne, warte mal, den müssen wir mal. So wird das nichts hier. Also, wir nehmen Sigwalden. Das sind drei, vier, fünf. Aber die zählen nicht hier, ne? Nee. Also Lehrlinge hier anfangen wollen, Lehrlinge. Das bringt ja so auch nichts. Muss man doch die oberen zuerst nehmen. Business Park, ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7. Das müsste hinhauen. Juhu! Fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Hast du es gehört? Rundfahrtmodus, ja. Also die letzte Strecke machen wir jetzt. Keine 3. Rundfahrtmodus starten. Dann machen wir. Ich glaube, das musst du dann. Kannst du da Rundfahrtmodus einstellen? Nee, glaube nicht. Ich glaube, da musst du das bei normaler Fahrt machen. Mitkommen. Konvoi-Mission. Kannst du mal auf, wenn du abbrichst, dann auf normale Fahrtbeginn machen? Fahrtbeginn, ja. Da kannst du das dann einstellen, irgendwo auf der rechten Seite. Strecke wird halt von einem anderen Spieler bearbeitet. Okay, ich bearbeite jetzt zwar eigentlich gerade nichts, aber. Moment, ich gehe mal auf die andere Strecke. Jetzt probier nochmal. Ja. Jetzt bin ich drin, ja. Da müsstest du rechts irgendwo einen Fahrtmodus umstellen können, auf Rundfahrt zum Beispiel. Rundfahrt an. Dann mach mal an, aber dann darfst du ja nicht Fahrtbeginn machen, sondern wir müssen ja das zusammenfahren. Also müsstest du dann wieder raus. Ob das dann speichert, ist so eine Sache, ne? Fahrkarte und man war deaktiviert, ob die realistisch. Na ja, gut. Weitere Einstellungen, ich habe noch so schönes. Mit der Anlage. Schlagflöche aktivieren. Beziehungsweise Schlagflochgrenze. Dabei hat ein Schlagloch eine Grenze. Na egal. Das frag mich nicht. Beziehungsweise Blitze oder ran. Blitze aktiviert. Ja, Bodenwellen, der Effekt 15. Flammstärke. Abbrechen, dann machen wir auf Fahrt. Beginn. Genau, aber die nächste sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ja, tschüss.